Denn wenn du immer anderen folgst, dann endest du wie dieses Einhorn da oben, das anscheinend dem Boot gefolgt ist. Und jetzt hängt es da oben, machtlos über die Situation. Bist du noch Schüler oder schon Lehrer? Die meisten Menschen da draußen folgen anderen. Und schlimmer noch, sie folgen blind anderen. Sie sind wie ein Entenküken hier auf dem Zürichsee und folgen der Mama. Das ist wie damals in der Schule, ja? Der Lehrer sagt etwas, ich schreibe es auf und mache es danach. Ich bin ein Nachmacher. Und das ist per Definition schon ein eingeschränkter Weg. Nachmachen. Du musst warten, bis jemand etwas macht und dann kannst du es danach selber machen. Für den Anfang ist Nachmachen auch voll okay. In der Schule bist du noch ein Kind und du kannst sehr viel von deinen Vorbildern lernen. Doch irgendwann geht es darum, erwachsen zu werden, von der Schulbank aufzustehen, sich zu fragen, was deine Werte und Visionen sind, deinen eigenen Weg, eigene Erfahrungen machen. Und dann selber anfangen, Lehrer zu werden und deine Erfahrungen mit anderen zu teilen. Doch die meisten gehen diesen Schritt nie. Sie werden älter, aber sie werden nicht erwachsen. Sie folgen immer blind anderen und irgendwann wachen sie auf und merken, verdammt, das macht mich unglücklich, wenn ich immer dem Lebenssinn und der Vision von anderen folge und dabei meine eigene Bestimmung unterdrücke. Und dann kann ich nur noch der Rabe holen. Und das Schlimmste ist dann wirklich, dass sie sterben mit der Reue, es nie selbst in die Hand genommen zu haben, ihr Leben und ihren eigenen Weg nie gegangen zu sein. Meine Frage an dich ist, bist du noch Schüler auf der Schulbank und hörst dem Lehrer zu? Oder teilst du schon selbst Erfahrungen und bist zum Lehrer geworden? Folgst du noch blind anderen, schaust nach links und rechts, was die anderen machen und lässt dich ablenken? Denn wenn du mal drüber nachdenkst, wenn du immer nur anderen folgst, dann wirst du merken, das macht mich langfristig unglücklich, weil ich meine eigene Bestimmung unterdrücke. Wie findest du jetzt deinen eigenen Weg? Probier viele Dinge aus. Das ist dein Weg und es gibt keine Anleitung, wie du deinen persönlichen Lebenssinn findest. Ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen, probier viel aus, finde heraus, was dir wirklich Spaß macht und definiere dann deine eigenen wichtigsten Werte, um darum eine Vision zu entwickeln, die dann dein Lebenssinn und deine Bestimmung ist. Und diese Vision dann, das ist dein Weg. Und das Tolle ist, du kannst deinen Weg selber wählen. Wir leben in Freiheit, ein großes Privileg und du kannst selbst über deinen Lebensweg entscheiden. Was für Meilensteine willst du erreichen im Leben? Worin willst du der Beste werden? Stell dir mal diese Fragen und heraus kommt deine Vision und dein Lebensweg. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß, wenn du deinen eigenen Weg gehst. Du wirst ein neues Feuer in dir spüren, Motivation haben. Und falls du Unterstützung brauchst auf dem Weg, helfen wir dir gerne in unserem Coaching, darauf kannst du dich kostenlos bewerben. Und falls dir dieses Video geholfen hat, dann gib dem Ganzen einen Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal. Und wenn du jetzt überlegst, ich kenne da jemanden, der genau an dieser Stelle steht, noch blind anderen folgt und ich würde ihm gerne mal eine Nachricht senden, dann teile dieses Video mit ihm, sei der Retter, lass uns mehr Menschen aufwecken aus diesen stumpfen Folgen, aus diesem Blindsein, ja. Wir wollen mehr Küken, Entenküken, zu erwachsenen Küken machen, dass sie ihren eigenen Weg gehen und nicht immer der Mama folgen. Also, wenn du jemanden hast, der erwachsen werden sollte, dann schick ihm dieses Video und ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir viel Erfolg und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ciao.